Ja, hallo liebe Freunde des YouTube-Kanals Markus Ritz Zentrum für Yoga. Heute wieder ein Video über das Leben, über Yoga, über Gesundheit. Nun, wie alle, über 640 Videos. Und das Thema ist die Lebensbrille. Nun, damit wir das Leben sehen können, braucht es eben eine Brille. Wir haben dafür eben die physischen Augen mit der Pupille und der Hornhaut und so weiter. Mit der können wir dann die Welt wahrnehmen und werden langsam trainiert, wenn wir geboren werden. Da ist es ja noch dunkel im Mutterleib. Trainieren sich immer mehr die physischen Augen, sodass wir unsere materielle Welt wahrnehmen können, indem wir unsere Erfahrungen machen, in der wir leben, in der wir uns auch bewegen. Nun, so haben wir also sozusagen eine physische Brille auf und diese Brille, die sieht natürlich am Anfang noch nicht so richtig. Die wird dann im Laufe des Lebens, bis man sich entwickelt hat, langsam geschliffen, an die Welt angepasst, an die Farben und so, an die Formen. Und dann können wir irgendwann die Welt richtig wahrnehmen, die materielle Welt eben mit den Farben, Formen und Strukturen. Das braucht es, um im Leben zurechtzukommen. Und dann schauen wir durch diese Brille und sehen eben diese materiellen Formen. Vielleicht ist man Wissenschaftler und dann wird noch ein bestimmter Bereich dieses Auges oder dieser Brille geschliffen, dass man in gewissen Detailfragen noch genauer hingucken kann. Und so formt jeder sich so seine materielle Brille. Aber dann kommt es zum Beispiel aufgrund von Erziehungen zu gewissen Formveränderungen der Brille in be gewissen Bereichen. Vielleicht klebt da jemand einen grünen durchsichtigen Punkt drauf und dann schaut man in gewisse Lebensbereiche, ah, die sind ja grün oder so und so. Und in anderen Lebensbereichen, sagen wir schulische Leistungen, kriegt man da einen gelben Punkt oder eine gelbe Schablone drauf und dann sieht man, ah, das ist gelb. Oder wie man mit Menschen und mit Geld vielleicht umgehen sollte. Da kriegt man wieder einen Bereich auf dieser Brille mit einer Farbe versehen. Ja, das schaut so aus. So ist dieser Bereich zu sehen. Und dann läuft man so mit dieser farbigen und teilveränderten Brille herum. Kann schon die materielle Welt noch sehen, erkennen, wenn man durchschaut. Aber in gewissen Lebensbereichen schaut man wie durch eine Farbschablone durch oder ein Raster, wie man auch will, und sieht dann gewisse Dinge nur auf diese Art und Weise. Und irgendwann vergessen wir, hey, da sind ja Farbtupfer drauf, könnte ich die nicht wegmachen? Nee, geht nicht, dann kann ich das nicht mehr klar sehen und so weiter. Oder man traut sich mal, die Schablone ein bisschen runterzunehmen von der Lebensbrille und dann, das kenne ich ja so gar nicht. Und dann pappt man sie wieder drauf. Und dann gibt es natürlich noch so Traumen, Beziehungsthemen, Verletzungen und so weiter, wo dann die Brille vielleicht sogar verletzt wird, wo wie ein Steinschlag an der Autoscheibe, an der Windschutzscheibe eben so gewisse Bereiche wie ausblendet, wie kaputt macht oder verzerrt. Und dann hat man irgendwie einen Riss und da kann man nicht richtig durchgucken, was da ist. Und da man da nicht viel sehen kann, vielleicht schaut man da gar nicht mehr durch und blickt eben immer nur in eine andere Richtung oder man verschiebt die Brille und dann schaut es ganz anders aus. Ja, und das ist eben nicht gut. Die Brille brauchen wir sozusagen, also die physischen Augen, um die materielle Welt sehen zu können, weil wir uns da bewegen. Wir haben uns nun mal auf diese Erde inkarniert. Da braucht man das. Aber dann wird diese Brille so wie gesellschaftlich verändert, geprägt und ja, traumatisiert heißt, geschädigt.
Und dann geht man eben mit Farbtupfern auf der Brille und mit kaputten Brillengläsern durch das Leben. Man sieht schon noch die objektive materielle Welt, man kann Auto fahren, man sieht die rote Ampel, die gelbe, die grüne, kann also fahren, kann ein Holz sägen und so weiter. Aber in manchen Lebensbereichen ist es wie verzerrt oder mit Farbtupfern versehen, die eben durch fremde Menschen, durch Prägungen so aufgeklebt worden sind. Und dann sagt man sich irgendwann, weil man vergisst, dass man geprägt worden ist, dass da jemand fremd ist, der so einen Aufkleber drauf gemacht hat. Ja, das ist halt so. So schaut es aus. Aber der andere sagte, nee, das schaut gar nicht so aus. Das schaut einfach heller aus. Nein, das schaut gelb aus. Ja. Und so blickt jeder eben mit seiner eigenen Brille auf diese materielle Welt. Und leider ist diese eben geprägt, verändert worden. Und es gibt nur bestimmte Modelle zu verkaufen. Ja. Und niemand kommt dann auf die Idee, ah, ich könnte mal eine andere Lebensbrille aufsetzen. Ich schmeiße die andere weg und nehme eine neue. Oder ich setze sie mal ab, kenne mich gar nicht mehr aus in dieser Welt, mache erst mal die Farbtupfer langsam ab. Vielleicht mal einen im Bereich, sagen wir, Beziehung. Und schon betrachtet man das Ganze etwas anders. Und dann sieht man, boah, das ist ja gar nicht so, wie ich immer gedacht habe. Schau doch ganz anders aus. Warum mache ich mir immer so viel Sorgen und Gedanken? Ja, und es erzählt einem ja gar keiner, dass es noch viele weitere Dinge gibt, hinter den Farbtupfern zu sehen. Denn wenn wir mit der Anfangsbrille sozusagen, mit der noch nicht beklebten, geprägten, kaputten Brille in das Leben schauen, dann haben wir auch die Fähigkeit, immer besser mit den feinstofflichen Augen, dieses feinstoffliche Sehen, so wie hinter die Kulissen schauen, könnte man es beschreiben. Aber wenn die materielle Brille erstmal kaputt ist, dann sieht die Seele sozusagen auch nicht mehr so gut dadurch. Denn sie muss sie ja erstmal auch in der materiellen Welt sortieren. Und so denkt man immer, die Welt schaut so und so aus, aber sie ist nicht so. Ich habe es auch in meinem Video über Viveka, die Unterscheidungskraft gemäß der Yoga-Philosophie, beschrieben. Es ist wie das Erdmännchen kommt aus dem Loch heraus, lebt nur unter der Erde und kommt hoch, ist gerade bewölkt, dunkel. Und der Mensch sagt, ja, da sind gerade Wolken vor der Sonne. Im Grunde haben wir auch oft Sonne hier, das leuchtet, das ist hell, das ist warm. Und das Erdmännchen sagt, nö, schaut so ähnlich aus wie bei uns. Nicht ganz so dunkel, aber wo ist die Sonne? Ja, die ist hinter den Wolken. Ja, aber zeig mir mal. Er kann ich nicht, kann er die Wolken nicht wegschieben. Ja, na toll, weiß ich nicht, sehe die Sonne nicht. Halbes Jahr später kommt es wieder hoch, ist wieder bewölkt. Ja, wo ist jetzt deine Sonne? Er ist wieder hinter den Wolken. Aber es gibt sie wirklich, glaub mir halt. Ja, aber ich sehe sie nicht. Ich kann dann Bilder zeigen von der Sonne aus einem Weltallatlas, aber es ist nur ein Bild. So kann ich auch ein Bild von Gott zeigen, aber wo ist dieser? Wo ist der? Wie hilft der? Und dann sieht man das Dilemma, weil man eben die Brille so vollgeklebt hat oder sie durch das Leben und andere Menschen, die Gesellschaft so vollgeklebt worden ist, dass man in gewissen Bereichen eben nicht mehr sehen kann. Und die feinstofflichen Augen sehen noch viel mehr. Die würden vielleicht sogar so ausschauen, dass man die Brille einfach abnimmt und eben nicht mehr durch die materielle Brille schaut, sondern durch die feinstoffliche oder hinter die Kulissen eben schaut. Was gibt es wirklich im Leben zu sehen? Und so werden wir eben geprägt und diese Prägungen bestimmen dann das Leben, weil mit der Brille kann ich eben nicht alles im Original sehen. Und sehe, mir ist es auch oft gar nicht bewusst, was ich da überhaupt sehe oder was es noch geben könnte, weil man es immer mehr im Laufe der Erziehung, Entwicklung verlernt hat. Eben, schauen wir mal durch eine gelbe Brille, ja, wenn wir dann Auto fahren. Gut, können wir gucken, es ist das mittlere Licht auf der Ampel.
Aber was weiß ich, Rot-Grün-Schwäche vielleicht, dann ist man an der Ampel, Fußgängerampel, und dann sieht man nicht genau, welches Licht leuchtet da jetzt. Und so ist es mit dieser Brille. Man kann es nicht abschätzen, was heißt das wirklich, wenn ich da durchgucke. Ist es das Original oder ist es der gelbe Farbton, der geprägt worden ist durch die Eltern zum Beispiel oder durch Karma oder durch irgendwas? Und so sollte man die Dinge, die man so sieht, nicht immer so ernst nehmen, sondern langsam auch die anderen Ebenen mit einbeziehen, das Gefühl. Und das Gefühl sagt, hey, das schaut aber nicht so aus, wie sie es anfühlt. Jemand will einem was verkaufen, oh, das ist ein super Auto, ganz toll und oh, es ist das Beste, was es gibt und funktioniert einwandfrei. Und man schaut eben durch diese Farbbrille, ja, der hat einen Anzug an, der redet gut, der verwendet Worte, der kennt sich aus. Aber das Gefühl sagt, nee, irgendwie, da stimmt was nicht. Ja, und leider verlassen sich viele Menschen dann im Leben auf dieses materielle Sehen, das eben in gewissen Bereichen geprägt ist und nicht mehr auf Gefühlsebene und andere Dinge, die im Leben wichtig sind. Ja, das war die Lebensbrille. Manche sagen, die Welt ist rosarot. Nein, die Welt ist, wie sie ist. Die Welt ist bunt. Aber wie gesagt, wir haben eine Brille auf. Und ganz einfach zu beschreiben, dass man gar nicht mehr das Bewusstsein hat. Man hat eine Brille auf. Das vergisst man. Kennt man bestimmt, manche Menschen, die immer mit so einer Sonnenbrille rumlaufen, weil es auch cool ist. Und dann zieht man die Sonnenbrille so hoch. Ich finde es nicht cool, wenn es dunkel ist. Man hat eine Sonnenbrille an, auf dem Kopf. Das schaut schon sehr dubios aus. Und manche wissen gar nicht mehr, wo ist meine Brille. Also nicht ältere Menschen, die vielleicht schon, ja, wo ist meine Brille? Und die haben die Brille da oben. Ach, ich habe sie ja schon, habe sie ja da hochgeklappt. Und so ist es mit der Lebensbrille auch. Wir vergessen das. Wir vergessen das so oft in der Hektik des Alltags, in den Sorgen, Problemen, Themen. Und dann denken wir, wir leben, wir sind im realen Leben. Das kann man vergessen. Man könnte ja auch zum Beispiel nie sagen, ob man jetzt gerade in einem realen Traum ist oder lebt, was auch immer Leben natürlich heißt. Könnte niemand beweisen. Manche Träume sind so real, da denkt man, wäre dabei. Und dann wacht man auf, ach, ich bin ja gar nicht im Leben gewesen, war nur ein Traum. Und das Leben, was wir als Leben betrachten, ist vielleicht auch nur ein Traum. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, Zuschauen. Gerne schaut auf meinem YouTube-Kanal immer wieder mal vorbei. Oft täglich neue Videos. Wie gesagt, 640 Videos mittlerweile und mehr. Tendenz steigend. Die Grenze 700 wird angestrebt. Schaut auch auf meinem YouTube-Kanal also vorbei, hinterlasst ein Abo, ein Like, ein Kommentar, freue ich mich immer sehr. Ihr könnt auf meiner Website vorbeischauen, www.kraftundenergie.com oder mein, Moment, Yoga-Magazin oder auch philosophische Gedichte von meinem Kollegen Sukram Stier. Sehr weise Sprüche für das Leben, eben aus dem Leben, für das Leben. Mit dem Leben, in dem Leben. Und dann freue ich mich auf das nächste Video. Bis bald. Tschüss.